So, da wo mein letztes Manly-Video geendet hat, da starte ich heute auch. Und zwar war da hinten ungefähr. Da hinten, da habe ich mich mit dem Herrn unterhalten die ganze Zeit, das, was ich in Zeitraffer abgespielt habe, weil das Gespräch ging 2 Stunden oder so. Und ich bin hier vorbeigekommen, da wo ihr das Schild sehen könnt. Hunde an der Leine und so weiter, ansonsten Strafe zahlen. Und ich dachte, dass man da nicht durch kann, aber ich wusste, dass dahinter der Nationalpark ist. Und ja. Man kann hier ganz easy reingehen. Es ist nichts versperrt oder dergleichen. Also kein Schloss dran, gar nichts. Geil. Auf den Spuren von Tomb Raider. Is it all different material what you use? Yeah. Okay. And this? It looks like wood, but it isn't, right? Yeah, it's a wood texture. No, it's fiberglass. Fiberglass, okay. Yeah, exactly. Otherwise, yeah, just like grass or whatever. Yeah. So good. But yeah, keep your, I mean. Oh, gestern noch das härteste Training absolviert. 1,5 Stunden im Fitnessstudio. Und jetzt wieder Ewigkeiten Treppen hoch. Und dann noch so eine langen Treppen, ey. Wo man irgendwie gar nicht in den Rhythmus kommt. Ja, ich glaube, da ist der Turm. Das ist eine Schule, kurioserweise. Sieht überhaupt nicht danach aus, so ein bisschen Hogwarts-mäßig. Das ist ein bisschen weißer da. Das ist der Manly Beach. Und hinter dem Manly Beach, da ungefähr, da wohne ich. Also doch schon wieder ein ordentliches Stück hinterlegt. Und noch 2 Kilometer oder so, und dann bin ich auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite, das klingt schon wieder ziemlich geil. Da werde ich einen richtig schönen Ausblick haben und ich hoffe, das Wetter hält sich, aber es sieht sehr gut aus. Keine einzige Wolke am Himmel, außer da hinten. Wer zu faul ist, der kann natürlich auch mit dem Auto hierher fahren. Zur Aussichtsplattform. Also der Nationalpark ist nicht so, wie ich es mir dachte. Also ist auf jeden Fall kein Fall so wie in Nusa. In Nusa, da ist es wirklich dazu. Da führt nur eine Straße durch und ansonsten halt ne, so zweigeteiltes Ding. Hier hat man aber irgendwie zwischenzeitlich immer mal ein paar Straßen und Cafés und so. Also man kommt hier auf jeden Fall nur selten an Ecken, wo es wirklich dann ruhig ist. Aber soll ja nicht heißen, dass es schlecht ist. Das ist jetzt eigentlich kein offizieller Weg mehr für Fußgänger, aber anscheinend es ist vollkommen egal, mir laufen trotzdem die ganzen Fußgänger rum, wie sie lustig sind und Bock haben. Da, die Königin von England. Die sah wirklich so aus. Heute werde ich das erste Mal mein neues Spielzeug ausprobieren. Hol mich erstmal aus der Socke raus. Und zwar meine neue Pocket Drone. Kompakt, ziemlich geil zum Mitnehmen für kleine Sachen auf jeden Fall. Dazu muss ich aber auf meine GoPro switchen. Es sind tatsächlich mittlerweile beide Verschlüsse, die ich habe, gebrochen, kaputt gegangen. Deswegen kann ich meinen Case nicht mehr wirklich nutzen. Was machen wir da?
In meinem zweiten Vlog werde ich natürlich jetzt wieder improvisieren. Würde man jetzt irgendwie ein Tape oder sowas nehmen, wie zum Beispiel dieses handelsübliche Tape. Dann habe ich mir aber noch gedacht, hey, wieso das Tape verwenden, wenn man dann einfach Gummis nehmen kann. Ja, kleiner Lifehack, falls euer Verschluss mal kaputt geht. Natürlich würde ich es nicht mehr fürs Wasser verwenden, ganz klar. Legen wir mal los. Warum ich jetzt die GoPro verwende? Ich brauche mein Smartphone, um die Drohne zu starten. Und es wird jetzt mein erstes Mal sein. Ich hoffe, die fliegt mir nicht runter oder sonst was. Come get lost with me. Come get lost with me. Magnetfeld ist jetzt so irgendwie auch schon wieder zu hoch. Er findet zwar alle Satelliten und wird erkannt und so weiter, die Drohne, aber das Magnetfeld ist einfach zu groß und ich weiß nicht warum. Vielleicht weil hier zu viele Leute sind oder weil hier zu viel Metall ist. Ich habe keine Ahnung. Ich werde jetzt noch bis an die Spitze gehen und hoffen, dass es da dann klappt. Come get lost with me. Just rolling with metal. We'll get real lost. We'll get real lost again. Just rolling with metal. Einfach nicht. Überall, wo ich hingehe. Und hier sind wirklich echt Natur pur. Keine WLAN-Netzwerke oder sonst was. Nur mal ein paar Menschen, die vorbeikommen. Wahrscheinlich bin ich einfach nur zu blöd für das Ding. Aber selbst Casey Neistat hat Probleme mit dem Teil gehabt. Und hat es gleich beim Ausprobieren in New York, ist es der Ding weggeflogen und voll gegen ein Haus gekracht. Oh wait, it's going, it's going. Yeah, it's right here. Okay, I'm bringing it back. Wait, it's gone. No, 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 come back. Oh god, no, no, no. Uh-oh. Oh my god. 就是刀比，一款令你产生无限想象的口袋自拍无人机。Ich werde mich nochmal richtig damit beschäftigen müssen. Ich bin im Forum drin bei Facebook, kannst du Fragen stellen, alles mögliche. Die beantworten dir das eigentlich ziemlich gut. Naja, mal gucken, vielleicht kriege ich es ja heute doch noch irgendwie hin. Aber jetzt brauche ich erstmal eine Stärkenspause. I need a rest for me then. No, I need a rest for me because I'm hungry. Yeah. Ah, war er wieder zu hastig mit den Peaches. Das war schlecht. Das war richtig schlecht. Vorher war es ja eine andere Drohne, die ich mir eigentlich holen wollte. Die konnte man wie so ein Buch zusammenklappen. Übelst geiles Teil, so eine Hover-Drone. Aber dann habe ich die gesehen und über die sehr viel Gutes gelesen. Im Gegensatz zu der anderen. Die ist sogar noch kleiner als die andere, die ich mir holen wollte. Ich werde mich einfach echt damit noch ein bisschen beschäftigen müssen, damit ich dann coole Aufnahmen machen kann. Ich meine, ich habe ja zigtausende gesehen. Es geht ja auf jeden Fall. Ich mache nur halt irgendwas falsch. Verliefen sich im Wald. Es war zwar nicht finster und auch nicht bitter kalt, aber ich habe mich mal wieder verlaufen und das finde ich toll. Da verliere ich doch gleich meinen Groll, denn meine Dobi funktioniert nicht. Ich muss sie neu kalibrieren und das geht mir auf den Sack. Wie ein Musa bin ich ganz alleine. Zoom. Da gehen wir jetzt lang. 4 Kilometer nach Manly. Ich habe keine Ahnung, wo ich rauskommen werde in Manly. Aber Manly ist auch nicht so groß. Schlimmstenfalls nehme ich einen Bus nach Hause. Nee, heute ist ja nicht Sonntag. Da kriege ich es ja gar nicht vergünstigt. Erinnert an Disney. Da kann man sich auch auf die Steine eingravieren. We'll get really lost again.
War der Memorial Walk. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Sieht sehr, sehr cool aus. Hier gibt es wirklich viele kleine Ecken im Nationalpark, wo man auf jeden Fall so einen kleinen Epic-Effekt hat. Sehr, sehr schöne Aussichten auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall nochmal herkommen und mit meiner Drohne, wenn es dann irgendwie hinhaut, dann nochmal ein paar coole Aufnahmen machen. Freue ich mich schon drauf. Was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen? Schreibt es einfach rein oder grüßt mich, ich grüße zurück. Ich werde mich auf jeden Fall bemühen, was ja jetzt nicht unbedingt das Problem ist bei den Kommentaren, die ich bekomme, so viele sind es nicht, werde ich auf jeden Fall jedem Einzelnen zurückschreiben, das ist ein Versprechen. Wir sehen uns nächste Woche auf jeden Fall mit einem neuen Vlog. Ich werde es demnächst so machen, dass ich zwischendurch immer mal ein paar neue Videos hochlade, die nichts mit meinem Vlog zu tun haben. Der Vlog soll zwar Hauptbestandteil werden von meinem YouTube-Channel, aber ich werde auch aufwendigere Videos machen, die immer mal in Abständen, in unregelmäßigen Abständen kommen werden. Das nur als kleine Info am Rande. Und jetzt halte ich meine Klappe und ihr könnt noch ein bisschen das schöne Panorama von Sydney genießen. Ich mache auf Basis halber immer mal so ein paar kleine Lifehacks, ja, wenn mir was einfällt oder mir was auffällt, besser gesagt. Da ich mich in letzter Zeit mit Filtern beschäftige, habe ich mir jetzt gerade mal so gedacht, so, hey, nimm nochmal deine Brille. Guck mal, hier kann man schon sehen. Hätte ich vorher vielleicht ein bisschen sauber machen sollen. Ich finde, das ist ein ziemlich cooler Lifehack. Viel Spaß damit mit dem Lifehack. Haut rein.